Vorsicht, da ist ein Schluck. Ja. Hab ich aber schon einmal gesagt, ja. Oh, das heilt. Ich bin in der Schlucht. Ich wollte über diesen Stein drüber und bin abgerutscht. Hallo, Julia. Boah, warte mal, Julia, ich mach mal, das ist geil, warte mal, dass niemand einen Stein hier macht, ich schmeiß mal Julia Stein auf den Kopf. Jetzt macht das, jetzt macht das ganze Spiel Sinn hier. Ja, nochmal eine Markierung. Ja, Markierung gemacht. Hey! Was denn? Uah! Ich hab hier einen. Junge Mädchen, was schreit ihr denn hier so? Das ist eine halbe Baumstamm, damit kannst du halt leider nicht viel anfangen. Jetzt hat das Spiel einen richtigen Sinn gehabt. Julia Stein an den Kopf schmeißen. Sah aber lustig aus, wie du da runtergefallen bist. Oh, wie süß. Er macht ein kleines Feuerchen, der Kevin. Das ist kein Kelvin, das ist der Holger. Der sammelt Steine gerade. Vielleicht losgeschickt, der soll Steine sammeln für uns. Fünf Feder. Also Virginia Dex hinter dir. Nicht bewegen. Tolles Reh. Nein, ich habe mich bewegt. ich habe mich bewegt. Weil ich hatte gerade noch, den Stein ausgerüstet gehabt. Ich glaube, dass jemand sauer. Ja, die sind immer sauer. Ich weiß auch nicht warum. Voll die miese Peter. Du musst aufpassen, Dex, ne? Weil die Bäume sind viel länger und dann passiert jetzt viel öfters, dass du aus Versehen mal die Base triffst damit. Hinter dir kommt einer. Ich hab mal ein Lager neben deiner Base gemacht, Benny, für Holzstämme. Kelvin bringt es jetzt hin. Warte, Benny? Stone? Der hilft zwar nicht dabei, aber der bringt leider immer nur einen Baumstamm. Ja. Voll die Socke, ne? Ja, das ist alles Ressourcen, die du nebenbei kriegst. Ne? Du kannst ihn ja auch los. Guck mal, wie viel Fisch der vorhin gefangen hat. Ja, ich mache noch das Fundament erstmal. Und danach gucke ich erstmal das. So, und jetzt bauen wir die. Jetzt kommen die hier. Gibt es eigentlich wieder so einen Wagen oder so? Bitte? Nee. Wagen. Ja, das ist schade. Das ist das Beste an Forest 1 gewesen, ne? Vielleicht findet man noch einen Bauplan dafür, aber. Den Wagen. Dann kommt mal wieder das Eidol mit Grad. Kommt. Nach dem Arc 2000. Nö. Der Eil auf YouTube kommt er jeden Tag. Fast jeden Tag. Ich habe manchmal ein bisschen Zeitprobleme mit alles erstellen. Jetzt im Moment ist Grounded ein bisschen zurück mit den Thumbnails. Es gibt manche Spiele, ich habe echt Probleme mit solchen Spielen, Thumbnails zu erstellen. Ist mal ein bisschen viel immer. Ich weiß nicht, normalerweise müsste morgen The Isle kommen, aber ich überlege mir vielleicht mal dann auch doch nochmal The Forest. Ich weiß es nicht ganz genau. Brauchen wir denn Stammhälfte? Bei dem Haus da drin. Ich habe sogar noch 3 Stück. Was sind denn Stammhälfte? Einfach zur Hälfte geschlagen, eine kleine Stück oder was? Ja. Das ist halt so Überbleibsel, wie wo die sind halt übergeblieben, wo ich die Tür reingemacht habe. Ich war nicht mal fertig, die habe ich gerade mal fertig gemacht. Wo kommen wir denn hin? Wo muss man ja, ich habe trotzdem die Tür reingeschlagen. Erst wenn ich das brauche, also wenn du so eine Hälfte hast, das dauert noch. Nimm. Ich schmeiß sie dir schon mal hin. Virginia. Sie läuft zu dir, Dex. Doch nicht. Hat den gesehen? Ah, nee, ich bin raus. Virginia. Ich will es auch. Jetzt ist sie tot. Nein, die liegt jetzt tot. Da, die sammelt was. Virginia. Ach so.
Jetzt hast du erschreckt, jetzt hast du dich echt erschreckt. Ach, ey, Mann, ey. Also die Entwickler haben Calvin und Virginia beschrieben als Hund und Katze. Ja, passt. Ja, könnt ihr raten, wer der Hund ist und wer die Katze. Holger. Ja, genau. Holger, so ein kleiner Bubi ist das. Ja. Der macht alles für dich und freut sich. Ja. Hat er wieder was gesprengt? Da jetzt gerade eine Granate geschmissen. Kann doch nur Storm gewesen sein. Effektives Holz. Außerdem, das Coolste ist, ihr müsst mal gucken, wie Holzstämme sich jetzt im Wasser verhalten. Ja. Weißt du, was ich weiß, dass du es warst, Stone? Hä? Weil du machst Dummheiten und Punkt. Das, der Benny macht Dummheiten und sagt es vorher. Granate! War eine freundliche Warnung. Freundliche Warnung. Ich habe die erst losgelassen, wo ich gesagt habe, Granate. Wenn ihr da im Weg steht, kann ich nichts für. Das sind Kollateralschäden. Kollateralschaden, wissen Sie jetzt genau. Ne, wir haben ja Holz-Dingsbums. Holz vom Kopf. Protection. Darf hier keine Sachen machen. Hätte doch mal ein Arbeitsschutzhelm hier dran. Da wäre alles gut gewesen. Da wo Schnur ist, sind noch verbrochene Läden, weil eine Granate gefällt werden kann. So fällbar aus. Brauchen wir da eigentlich ein Klebeband? Keine Ahnung. Ein Bett wahrscheinlich. Einer, wer hat ein Bett aufgebaut? Ich helfe dir weiter. Und da oben sind genug Baumschirmwände, die kannst du einfach hochgehen. Ja, gleich. Lass uns sein. Ah, schade, das wäre cool gewesen. Soll ich die Farbe ändern, Chat? Ich mach's mal ein bisschen heller. So. Stein. Was soll das sein? Federn, glaube ich, ne? Nee. Was könnte das sein, Leute? Weiß das jemand? Was? Oder, ach, ich muss kleine Steine nehmen, glaube ich, ne? Kleine Steine, ja. Kleine Steine, Federn und Stöcke. Okay. Guck mal, ich craftel mal ein bisschen Molotov, okay? Reparatur, was? Reparaturzeug? Für was? Ja, wenn deine Wände angegriffen werden, dass du deine Wand wieder reparieren kannst. Ach so, okay. Ach, was ist eine Energiemischung? Ist das Energie für Ausdauer oder für Heilung? Ja, Ausdauer. Kennst du aus dem ersten Teil, kannst du dich auch schnell herstellen. Ich kenne vieles aus dem ersten Teil. Ich war aber nie da. Merkt ihr schon. Schlafen, während wir gespielt haben. Da ist die Virginia.
Axt weg, ja, wie, okay. Okay. Kann ich irgendwie eine Taste, wie ich die Bäume schneller abschmeiße? Weil ich öffne immer mein Inventar und schmeiße die dann so weg, aber gibt es da irgendwie eine Taste? E. Ach, mit E. E wie Gerfen. Das weiß man doch, Mann, dass man gerft. Das hätte hier Julia sagen müssen. Ich bin aber kein Mann. Ich bin ja aber ein Mann in dem Spiel. Stimmt, stimmt auch. Ich rede hier die ganze Zeit mit Julia. Ach, never mind. Fuck, mute. Oh. Einmal mit Profis. Ich habe mich schon gewundert, wieso du so ruhig bist. Ja, ich hab's gesagt. Geh drücken. Geh drücken, Julia. Ja, komm mal schlafen gehen. Ich habe keinen Bock auf Dunkelheit. Habe ich gerade gesagt. Hast du? Ja, ich war ja im Mut. Ich wollte gerade sagen, was? Ich höre doch immer sonst immer so zu und so. Das Witzige war, dass Dawn danach direkt Ja gesagt hat. Ja, die hatte ich gehört. Ich dachte, bin nicht davon ausgegangen, dass ihr mich nicht hört, wenn Dawn direkt passend dazu Ja sagt. Ich bin am Schlafen. Ich bin noch in der Part, ich hier Schlafmütze. Was könnte ich essen? Eine fehlt noch. Fällst du gerade Bäume, Schatz? Nee. Hinter deiner Base fallen Bäume um. Na, das ist nicht so gut. Schnell schlafen. Benni, komm. Ja, vielleicht ist es Kelvin. Der. Oh, was ist, wenn Holger, der das... Holger. Der baut das Baumhaus auch ab, ja. Nee, können wir das mal bitte nicht machen? Ey, das hat übrigens lange gedauert, das zu bauen. Denn der fällt das doch nicht, der merkt das doch. Nein, der baut das ab. Wo weißt du das? Weil ich das schon auf Reddit heute gesehen habe. Da hat auch einer ein Baumhaus gebaut und hat dann gesagt, hier, Kelvin, geh mal sammeln. Und zack hat er den Baum genommen, weil es der nächste Baum an ihm dran war. Nee, das machen wir jetzt mal besser nicht. Ja, ich hab gesagt, er soll Pause machen. Der muss sowieso mal zwischendurch Pause machen. Konnte man nicht vorher die Hand richtig sehen, wie der Wasser trinkt? Bei mir ist das jetzt irgendwie voll nah alles. Man sieht die ganze Hand gar nicht mehr. Muss mal FOV hochstellen. Wo auch immer das ging. Hier. Bei Gameplay. Gameplay, ja? Lichtfeld. Ah. Erst so oben. Muss ich um mein Baumhaus Happy Birthday Traps bauen? Kannst du einfach eine Wand rumziehen, dann kommt der da halt nicht ran. Ich will jetzt unbedingt mit Virginia kooperieren. Nicht koppelieren, ja? Wo? Komm mal eins. Verlagerung. Welches? Bei den fertigen Bauplänen? Ja. Ich will die meins in die Base. Ja, okay. Ich hab's genau übersehen. Ja, kannst auf Aufstellern. Ein paar Stückchen hast. Ich hab keine. Jetzt ist die einmal mit Benny. Aber der Kelvin ist ja ein guter Mann, der hat ja den Stockbehälter voll gemacht. Oh nein, mein Fleisch ist vergammelt. War nicht alles. Ja, wow. Was ist das denn? Ich hab Fleisch drauf geworfen und genau in der Sekunde, wo ich es geworfen habe, ist es vergammelt. Ist jetzt. Ja. Rein lassen. Ich habe damit nichts zu tun, dass hier zum Bolzen einen mit der Keule bekommen möchten. Mist, Virginia wollte einmal ganz kurz mit mir sprechen, dann wurde sie angegriffen. Oder eben nicht sprechen, kommunizieren.
das, was sie machen will, eben. Komische Sachen. Verschweinte Sachen wollte sie mit mir machen. Und ich habe ja gesagt. Sie hat es noch nicht ausgesprochen gehabt. Ist das Feuer nicht eventuell etwas zu nah an deinen Eingang? Kann das sein? Ist eine Falle. Ja, für dich selber. Da ist ja. Mensch, wo ist sie jetzt hingelaufen? Hey, wie ist sie eigentlich von da hinten bis hier gekommen? Die spawnt und kommt woanders wieder, oder was? Ja. Ach Mann. Okay. Wir wollen es nicht drauf anlegen. Das wird schon passieren. So, ich habe eine Verwendung für die Steine mal hinzugefügt, dass man zu viele Steine hat, die loswerden will. Ich hab grad Kelvin losgeschickt, dass er Steine sammelt. Passt. Sind nur 104 Steine, also alles im Rahmen. Und Benny steht nur noch in der Base und lässt Kelvin alles machen. Nein, ich hab grad Cornflakes gegessen. Ja. Ja, ich hab Cornflakes gehabt. Achtung, Julia? Ja, ich bin jetzt schon wieder durch mein Feuer gelaufen. Hat jetzt nicht so lange gehalten. It's a trap, ja. Trap. von oben. Brauch mal eine. Komme Dex. Oh, das ist schon wieder so ein Dicker. Wir haben meine Pfeile aufgehoben. Ihr habt genau gesehen, wie sie weggenommen habt. Waren keine Pfeile. Ich will eine. Kann man den nicht looten? Nee. Ich loote aber eine Ledertasche unter euch. Ah. Ja. Auf ihn, Benny? Ich hab's aufgehoben. Ah, okay. Ist für jeden dann. Ich hätte gerne die Waffe von ihm. Ich hätte gerne meine Pfeile wieder. Heilung. Ich finde das cool mit den Taschen. Aber was ich schade finde, wenn ich es schon richtig gesehen habe, du kannst nicht wie im ersten Teil solche Erweiterungstaschen bauen. Nee, weil du es so sammeln kannst. What the heck, habe ich jetzt hier gerade gebaut? Du hast aber auch ein höheres Grund. Du kannst ja schon 20 Stöcker standardmäßig fahren. Was habt ihr denn hier und gebaut? 10 Steine, also du hast die Upgrades an sich schon drin. Du hast ja so einen richtigen großen Rucksack da diesmal. Relativ groß. Das Ding wiegt bestimmt auch so seine 25, 30 Kilo, wenn das voll ist. Noch mehr, je nachdem was drin ist. Wenn da noch eine Kettensäge und sowas dazu kommt, dann wird es glaube ich schwierig. Ach so, man kann die auch aufmachen. Ach so, man, ich dachte, die machen die automatisch auf. Wie öffne ich den? Ach so. Wie die Startertasche. Oh, die habe ich übrigens noch nie aufgemacht. Natürlich ja, hast du die aufgemacht, sonst hättest du jetzt. Ja, sonst hättest du keine Axt. Also dann macht das die automatisch auf. Achso, nee, hatte ich ja aufgemacht. Stimmt ja. Die haben ja zusammen hier aufgemacht. Das war die, okay, klar. Das ist, wo deine Axt und alles drin war. Hier waren Austern drin. Ich will gar nicht wissen, wie lange die schon da drin lagen. Inventar ist voll, okay. Knochenwacherfalle. Fliegenklatschenfalle. Aber die ist aber klein, die Fliegenklatschenfalle, ey. Schnur, kriegst Besuch. Ja, das ist jetzt gerade unpassend. Wie sagt nicht zu Hause. sagt der Besuch soll später wiederkommen. Guck mal, hier die Klamotten so um die Schnure-Klamotten. Das Ringe. Wir müssen auf jeden Fall eh noch Baupläne finden, also da kommt bestimmt noch einiges. Wo findet man die eigentlich? Sind die irgendwie random verteilt? Auf der Map wahrscheinlich in Höhlen und sowas. Oder an diesen Ausrufezeichenpunkten.
Bei Ausrufezeichenpunkten ist, glaube ich, mehr so, wie nennt sich das, Orte, wo wir eine Karte brauchen. Ach, Mann, ey. Jein. Das hat ja irgendwas mit der alten, also ich sag jetzt mal Spaß, alten Welt zu tun. Hm. Na, Julia, alles gut? Ja, ich esse wieder Heidelbeeren. Also, cool, was sind eigentlich deine Voraussetzungen für deinen Hausbesuch? Dünne Menschen, glaube ich, oder? Das ist so dünn, das Haus. Dafür gab es noch eine Hauserweiterung, Dex. Ja, die will ich ja bauen, deswegen. Musst du das nicht zuerst dran machen? Nee. Ich glaube nicht, du hast gesagt, ich soll dir, dass das die Erweiterung ist. Also gehe ich davon aus, dass ich zuerst das bauen muss und dann das erweitern muss. Warte, wir schauen mal nicht, dass es. Guck mal, ich habe hier jetzt den Anbau. Ja. Bleibt aber nicht dran. Ich habe einen Bug entdeckt. Das sieht immer noch so cool aus mit den Bäumen, wenn die im Wind wehen. Findest du? Die sehen ein bisschen zappelig aus, die Bäume. Jetzt geht das noch, aber eben beim starken Sturm saßen sie eigenartig aus. Ich hab's jetzt mal hingebaut, aber ich weiß nicht, ob das. Ne, ich glaube auch nicht. Warte mal. Vielleicht ist es so eine Art Stall oder so. Weil es hat ja keine. Ja, Hände. Das könnte. Mach mal ein paar Stücke. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Art Menü, was wir auf der linken Seite haben, da unten, was wir alles so machen und sammeln tun sollen, dass es irgendwie wirklich nicht zu Ende geht. Dass es einfach immer so auf Ewigkeiten bleibt. Na, doch, nee, das geht zu Ende. Du musst ja nur alles bauen. Ja, aber ich habe 14. Ich hatte 14 von 2. Nicht, also 2. Ich hatte 14 davon gesetzt. Und hatte das trotzdem nicht weggehabt. Das war immer noch da. Ja, ich glaube, es ist echt so was, wie du meintest. Das, was ich dachte. Bei Benny kannst du es dran setzen, habe ich das Gefühl. Nee, ich habe keinen Bauplan. Meins wird gar nicht angezeigt. Ja, warte, wenn ich jetzt in deine Hütte dran gehe. Geronimo! Wenn ihr, ja, ich habe jetzt so ein komisches Fenster geöffnet. Ah, jetzt ist es weird. Wir müssen mal eine Palisade bauen, aber ich weiß ganz ehrlich nicht, auf welche Seite. Überall. Ja, gut, bei dir geht auch nicht dran gesetzt. Ich hab keine Ahnung. Bau das jetzt erstmal und dann schaue ich, was das ist. Ja, es sind halt noch die ganzen Stämme, ne? Das sind ja alles nur so 3/4 und sowas, Bretthälften. Ich glaube, sonst ist nichts Interessantes in diesem Baumenü vorhanden. Nee, müssen wir erst Baupläne für finden. Ja, klar, ich dachte, das ist schon das. Ich hab Hunger. Ne, wir haben wirklich nur den Standard. Der schreit mir zu wenig, der muss mehr schreien. Ich hab eine Konserve. Vor. Da brauchst du eine Katzen-Dingsgedöns. Au! Katzen-Dingsgedöns? Meinst du einen Dosenöffner? Ja, nein, das was ist. Die Konserve ist ein Katzenfressen. Katzenfutter. Ey, das war nicht so schwer, ein Katzenfutter. Ja, keine Ahnung. Der Ich hab jetzt Philosoph werden sollen mit Umschreibung. Du machst aus der Dose und einen Dosenöffner Katzenfutter. So. Hat jemand Essen? Auch nur gepresstes Fleisch. Ja, Katzenfutter. Geh jagen. Und wenn du schon dabei bist, bring was mir jetzt. Ich hab Hunger. Ja. Mhm. Auch wenn Bendys Haus wieder umzäunt ist, können wir, glaube ich, in die nächste Nummer reingehen. Ja, bis mal. Einfach mal hier geradeaus. Rüber. Was ist interessanter? Erst diese pinken Ausrufezeichen mitnehmen oder die. Julia, Achtung! Gehen einfach hin und so. Das war knapp. Würde ich sagen. Ach, das war kalkulierte Nähe. Du solltest doch den Wind abbekommen. Aber ich gehe mal oben ins Dorf rein, gucken, was da oben drin ist. Ich hätte richtig Bock auf Käse gerade, ihr nicht? Nee. Nicht? Warte mal, das Spiel ist gerade so hell. Ich fällt mir gerade auf, dass ich das alles so hell gestellt habe.
bisschen freundlicher. Dass der hier rüberfallen muss, ist so doof. Der hätte doch da vorne ansleppen können oder so. Dex. Ich hatte vor kurzem einen leckeren Käse gekauft gehabt und den mampf ich immer, das ganz, ganz weicher Käse. Lecker, aber ob der wirklich so gut ist, keine Ahnung. Ist vom Discounter gekauft. Seid ihr Käseesser? Ja. Ja, also. Nee. Julia, nein. Mann. Mann, Julia. Das Problem ist, ich liebe eigentlich Käse über alles, aber ich esse keinen Käse mehr. Warum? Nicht mehr? Weil ich Veganerin bin. Aber warum? Was hat der Käse dir angetan? Nichts, aber... Geh dir doch vom Bauern kaufen, dann ist alles in Ordnung. Dann kannst du gucken, wie Mu das selber legt oder... was ist das hier? Selber legt, sie selber macht. Oder eine Ziege, oder von wo du es holst. Na, wer kennt's nicht? Die Mozzarella-Kuh. Mach keine Milch, da kommt Mozzarella raus. Die Mozzarella kommt da raus. Die macht Mörderkäse, das ist nämlich Mozzarella. Die meisten deutschen Filialen und sonst überall ist halt nur Käse aus der Massentierhaltung. Kühe, die darauf gezüchtet worden sind oder in Scheißbetrieben hängen. Daher. Deutschland ist das noch nicht so verbreitet mit dem Tierschutz und. Noch nicht verbreitet, hast du gesagt? Die Deutschen scheißen auf die Tiere. Na, Quark. Doch. Deutschland ist total. Das total heißt ja auch immer, Bayern ist eins der besten Tierkuh-Produktionsstätten, weil immer schöne Berge und alles schön, aber das ist nicht. Werden Halsketten mit drumherum gesogen, Metallketten, die wachsen dann da rein in die Halsketten. Da wird dann die Milch abgezapft. Aber Käse und Milch, ich weiß es nicht. Vegetarier kann ich alles noch verstehen, aber Veganer, könnte ich nicht. Wenn du genau bedenkst, ist Vegetarier sogar schlimmer als ein Veganer. Ja, weil das ist das Problem. Du musst bedenken, ein Tier, was für Vegetarier, also Vegetarier sagen, ich glaube, das fängt nicht an, das Fleisch Thema. Okay, ich glaube, das Thema ist nicht gut. Das Thema ist eigentlich gut, aber vielleicht auch nicht. Ist ein schweres Thema. Und das wird sich nie ändern, nicht enden, das Thema. Das ist ein sehr diskutierfreudiges Thema. Ja. Das definitiv. Es gibt kein diskutierfreudiges Thema als das. Na doch, Menschenhandel. Vergewaltigung. Okay. Leute, wir spielen kein Forest. Wir spielen kein Indianer aus der Dose. Risiko oder sowas, keine Ahnung. Wir verhandeln gerade, wie wir den nächsten Schlachtplan machen. Menschenhandel. Das ist ein Beispiel. Ja, das gibt's hier heutzutage leider. Das gab's auch schon. Heutzutage gibt's das auch so sehen. Früher nicht, aber heutzutage. Wir spielen voll das richtige Spiel gerade. Wir schlachten Menschen ab, wir züchten hier Holger, der soll machen und tun, was wir sagen. Holger, sag mal Holger Bescheid, das soll mal. Ah, jetzt kommt's, da kommt schon wieder. Der holt mir gerade. So, also meine Mauern sind schon mal fertig hier. Wo ist eigentlich das Holz, was ich dir besorgt habe, Benny, was du mir jetzt auch schon lange verbraucht. Ja, das ist schön. Ich will aber auch was von dir bekommen jetzt hier. Nee. Haben wir auch nicht gesagt. Du hast gesagt, ich heb dir das Holz. Helf dir mal und du hast auch nicht eine Gegenleistung verlangt. Also, so fangen wir jetzt hin. Deine Seele, habe ich gesagt. Der Chat weiß Bescheid. Kann keiner beweisen. Wer hat eigentlich hier den Weg direkt zu mir gemacht? Was wir alles haben. Aber habt ihr es auch das Gefühl, dass
das Holz, was wir hier abarbeiten, viel weniger verbraucht wird. Also, wir hacken zwar einen Baum, aber beim letzten Forest hast du 5 Bäume gehackt, aber der Wald weg und dann konntest du Ewigkeiten warten, dass immer wieder was nachkam. Halt bewachsen. Er hat was gebrüllt. Er hat irgendwas gequackt, ne? Und hat so, Wie ist es dann eigentlich im Winter? Sind dann auch die ganzen Kräuter und Pflanzen tot? Bestimmt. Also ich würde es mir hoffen, dass sowas passiert. Ich habe doch gerade eben erst was angepflanzt. Die Büsche sind jetzt schon braun. Au! Auch hier im Pflanztopf, der ist auch schon tot. Zwickt der Hintern? Also nicht tot, aber es wächst noch was dran, aber der ist bloß noch Stöcker, der hat keine Blätter mehr dran. Kommst du auf mein Grundstück, schlägst meinen Diener, ein hässliches etwas. Mein Diener? Der Menschenhand. Der Menschenhand.